Ein herzliches Hallihallöle, herzlich willkommen an alle, die heute eingeschaltet haben. Wir sind heute im Multimedia-Zentrum in Halle an der Saale mit unserer Gameshow Talentiert.Engagiert. Ich heiße Jamie und ich führe euch heute durch die Sendung. Die Gameshow Talentiert.Engagiert wurde von Jugendlichen produziert und konzipiert. Zwei Teams treten mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Und welche das sind, das zeigen wir euch in einem kurzen Clip. Ganz richtig! Heute werden sich unsere Kontrahenten in fünf fulminanten Spielen gegenüberstehen. Dabei werden jedem Einzelnen Geschicklichkeit, Teamplay und jede Menge an Gehirnschmalz abverlangt. In Spiel 1 geht es um die Kunstfertigkeit. Beim Montagsmaler gewinnt das Team, welches zuerst errät, was da gemalt wird. Bei Spiel 2 handelt es sich um ein wirklich kniffliges Quiz. Spiel 3 ist Jenga, nur eben rückwärts. Alle Spieler steuern einen Kran und müssen aus 6 wackeligen Steinen einen Turm bauen. In Spiel 4 geht das Quiz in die zweite Runde. Das letzte Spiel ist ein Biathlon, nur eben ohne Schnee. Innerhalb von 3 Minuten müssen so viele Hütchen wie möglich umgeschossen werden. Damit das nicht so einfach ist, läuft man davor noch eine Runde ums Studio und sammelt seine Munition. Also, wir sind gespannt, wer am Ende gewinnen wird. Ich gebe zurück ins Studio. Ich darf Ihnen verraten, wir haben heute wunderbare Gäste am Start. Begrüßen Sie zunächst unser erstes Team, 4 Jugendliche aus Halle, die sich bei der Fridays for Future Bewegung engagieren. Und, na, wie schaut's aus? Seid ihr alle fit? Ja. Könnt ihr euch mal alle bitte mal vorstellen? Ich bin Peter, ich bin 19 und komme aus Halle. Ich bin Schüler und bei Fridays for Future engagiert und aktiv. Ja, ich bin Caroline, ich bin 15 und bin auch Schülerin aus Halle. Und ich gehe zu den Demos und bin auch noch bei Greenpeace engagiert. Ich bin Max, ich bin auch ein Schüler aus Halle. Ich bin 15 Jahre alt und bei Fridays for Future eine Organisation mit aktiv und gehe regelmäßig zu den Demos. Ja, ich bin Magda, ich bin auch 15 Jahre alt und Schülerin und ich gehe auch zu den Demos und engagiere mich noch bei anderen umwelttechnischen Sachen. Vielen Dank euch. Schauen wir uns doch das nächste Team mal an. Bitteschön. Und seid ihr alle aufgeregt? Ein bisschen schon. Bitte stellt euch doch mal kurz vor. Ich bin Dilda, ich komme aus Halle, ich bin 19, ich bin noch auch Schüler. Mein Name ist Yasan, ich komme aus Merseburg und ich bin auch Schüler. Ich bin 18 Jahre alt. Ich heiße Ismail, bin 18, komme aus Halle, bin auch Schüler. Ich heiße Omar, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Halle, ich bin auch Schüler. Okay, ich kann euch sagen, die Anstrengungen heute werden sich lohnen. Denn das Siegerteam gewinnt eine Kanufahrt von Halle nach Wettin mit anschließender Grillparty im Jugend- und Medienzentrum Das Nest in Wettin. Natürlich gibt es immer auch einen, der darauf achtet, dass alles mit den rechten Dingen zugeht. Hier kommt er, unser Spielverderber und Schiedsrichter Vitus. Er hat auch mehrere Assistenten hier dabei. So, nun erklär doch mal, Vitus, wie funktioniert das erste Spiel? Das erste Spiel ist ein Zeichenratespiel. Bei diesem Spiel zeigt der Moderator einem Teammitglied an seinem Pult einen Begriff, ohne dass die anderen Mitglieder beider Teams ihn sehen können. Diesen Begriff zeichnet das Teammitglied dann auf dem Tablet. Die anderen Teammitglieder und die gegnerischen Teammitglieder sollen den Begriff erraten. Das Team, das als erstes den Begriff erraten hat, erhält einen Punkt. Nachdem der Begriff erraten wurde, ist ein Teammitglied des Gegners an der Reihe. Einmal ist es erlaubt, einen Begriff zu überspringen. Gewonnen hat am Ende das Team, das mehr Begriffe erraten hat. Nun kann es aber auch endlich losgehen. Magda, komm mal bitte zu mir. Ich gebe dir jetzt gleich einen Begriff. Eile, Kopf, Apfel. Hase. Apfel. Hase. Apfel. Apfel ist richtig. Apfel. Gut. Bilder bitte. Der nächste Begriff. Hase, Maus. Du kannst weitermachen. Birne.
Max, komm mal noch mal her. Der nächste Begriff für dich. Flugzeug. Ja, Flugzeug ist richtig. Yasan, du bist dran. Stuhl ist richtig, bei was? Ich war so gleichzeitig. Caro, komm mal her. Der nächste Begriff. Hase. Schaf. Katze. Maus. Zebra. Pferd. Tiger. Katze. Tiger. Tiger ist richtig. Ismail? Der nächste Begriff. Haus. Krawatte. Schlüsselloch. Toastbar. Tasche. Schloss ist richtig. Okay, Peter, du bist an der Reihe. Der nächste Begriff. Fisch. Schiff. Auto. Auto ist richtig. Super. Oma? Ja. Du bist dran. Nummer 8. Fenster. Ball. Basketball. Schläfer. Ball. Fußball. Basketball. Fußball ist richtig. Super. Der nächste Begriff, Nummer 8. Magda, komm mal her. Hase. Hase. Richtig. Gilda, du bist dran. Ist nicht schlimm. Mensch. Gesicht. Smile. Ei. Smile. Emoji. Frau. Alter Mann. Schüler. Student. Baby. Mensch. Baum. Kleinkünstler. Blau. Der Mann im Mond. Glückliches Mann vielleicht. Lachen. Musiker. Arzt. Arzt. Arzt ist richtig, super. Max, du bist wieder an der Reihe. Nummer 11. Baum, Tisch, Haus. Gartenzaun, Teich, Stelle, Dach, Baum, Berg. Vogelhaus. Baumhaut. Straße. Anglerhaus. Sumpf, Schilf. See, Bootshaus. Baum? Die. Alles falsch. Rakete. Rakete. Rakete, da ist das Wort gefallen. Oder Rakete. So, Yasan. Der nächste Begriff.
Insekt. Biene. Biene. Schmetterling. Biene. Mücke. Schmetterling. Fliege. Vogel. Vogel. Ja. Halt, nein, Caro ist erst dran. Nummer 13. Reptil. Pilz. Fliegenpilz. Champignon. Pilze. Warte. Waldpilz. Mario. Pada. Glückspilz. Fahrradhelm. Fahrradbahn. Helm, ja, Helm. Helm. Gut, Ismael, jetzt bist du aber dran. Computer. Ja, richtig. Sehr gut. Peter, du bist wieder an der Reihe. Nummer 15. Schwimmbrett, Pfanne, Schaufel, Spiegelei, Gitarre. Gitarre? Gitarre, ja, oh. Richtig. Gut, Oma, komm wieder zu mir. Ja. Der nächste Begriff. Oh, Haus. Haus. Tür. Wohnung. Fenster? Handy. Mehrfamilienhaus. Apps. Oma. Hotel. Hotel. Hotel, super. Dann ist jetzt wieder Magda dran. Magda ist erst dran. Baum. 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 Wald. Krone. Krone. Baumkrone. Baumkrone, ja, richtig. Dilda. Nummer 18. Finger. Hand. Dachdecker. Hand. Finger. Ziegel. Nägel. Faust. Hand. Elefant. Wolken. Finger. Ring. Armband. Dach. Uhr. Ohr. Giebel. Nein. Handschuhe. Ja, Handschuhe. Gut, dann. Max ist dran. Unser vorletzter Begriff. Straße. Baum. Baum. Schornstein. Rauch. Atomkraftwerk. Kohlekraftwerk. Ja. Ja, kann man gelten lassen, oder? Kraftwerk war es gewesen. Der letzte Begriff ab jetzt. Schiff. 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 Schiff ist, wurde gefallen. Ist komplett richtig. Gut, dann alle wieder auf die Positionen. Und an dieser Stelle würde man normalerweise das Ergebnis des Spiels zusammenfassen. Aber unsere Show ist nicht so wie jede andere. Um die Spannung über die ganze Show zu halten, wird Vitus die Ergebnisse bis zum Schluss geheim halten und die Gewinner erst am Schluss der Show verkünden. Bevor wir zu unserem nächsten Spiel kommen, wollen wir natürlich auch etwas über unsere Teams erfahren. Beginnen wir mit Fridays for Future und einen kleinen Beitrag über euch, der bei der Demo am 25. Oktober 2019 entstanden ist. Ich bin Paula, ich bin 14 Jahre. Der Ortsgruppe Halle und dem Orga-Team aktiv.
Zeichen zu setzen. Und das wird auf jeden Fall, denke ich, morgen in den Zeitungen sein. Und so denke ich schon, dass man damit auch erreichen kann. Ja, das glaube ich auch. Man muss ja mal bedenken, hier ist nur Halle. Es ist ja weltweit und in Berlin oder so ist das alles noch viel größer. Ist, dann würden die Leute ja nicht mehr auf die Straße gehen. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir einfach unseren Planeten schützen wollen oder weil wir das dafür tun. Vor allen Dingen einfach auch zu sagen, hallo Politik, Politiker, Länder, stopp, wir wollen etwas anderes. Wir wollen, dass es besser wird. Let's go! Die erste Frage an euch. Was hat euch dazu bewegt, bei Fridays for Future mitzumachen? Okay, dann mache ich das mal. Ich habe von der ganzen Geschichte gehört und habe mich dann mit dem Klimawandel beschäftigt und habe gedacht, ja, dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen. Deswegen mache ich das. Also ich habe gesehen, dass die aktuelle Klimapolitik eine Katastrophe ist. Und ich habe auch gesehen, dass 30 Jahre schon Protest gab. Und immer wieder Großdemos, die noch nicht groß etwas bewirkt haben. Und da habe ich gedacht, es ist wichtig, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, wir machen jetzt zivilen Ungehorsam, wir gehen nicht in die Schule, demonstrieren stattdessen, um mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was wir dann auch geschafft haben. Ja, ich denke, warum wir demonstrieren, ist ja relativ klar, auch angesichts der Klimapolitik, die wir zurzeit haben. Und ich habe von diesen Demos in der Zeitung gelesen und das fand ich sehr schön, weil es eben auch einfach von Jugendlichen ist und auch mal Druck auf die Politik ausüben kann. Mir war es wichtig, einfach direkt mitzumischen, die Politik aufzurütteln, wachzurütteln und einfach alle Leute mitzunehmen. Und Fridays for Future ist ein ganz neues Aktionsformat. Wir gehen während der Schulzeit auf eine Demonstration. Das gab es in den 60er Jahren schon, aber jetzt dann eine lange Zeit nicht mehr. Und wir haben es geschafft, das neu zu etablieren, Fridays for Future ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Und in welcher Form engagiert ihr euch bei Fridays for Future oder Umweltschutz allgemein? Ich war vor Fridays for Future in der Greenpeace-Jugend und BUND-Jugend, habe da Verbandsarbeit mitgemacht, Diskussionen geleitet, Workshops gemacht und im Prinzip genau dasselbe mache ich auch bei Fridays for Future, nur dass der Aspekt vom Demo-Organisieren noch dazu kommt. Also wir organisieren einmal im Monat eine Demonstration, die dann durch Halle zieht. Ja, ich gehe zu den Demos regelmäßig. Und ansonsten bin ich bei Greenpeace engagiert. Also ich war schon, bevor es überhaupt Fridays for Future gab, war ich schon unterschiedlich auf unterschiedlichen Demos, auch sehr viel zum Kohleausstieg und habe auch sehr viele Petitionen unterschrieben, war da also schon aktiv. Und seit der Gründung der Ortsgruppe in Halle bin ich auch dort aktiv und habe nach und nach immer mehr Aufgaben auch übernommen und organisiere dort mit. Ja, ich gehe auch auf die Demos und vorher war ich schon im Tierschutz engagiert und mittlerweile gehe ich halt auch, ja, je nachdem, was gerade ist, zum Beispiel, wenn ein Baum gefällt werden soll, dann setzen wir uns halt davor oder im Moment wird auch das Tote Wäldchen abgeholzt und dafür engagiere ich mich. Also immer eher so aktuellere Themen, wo man mal spontan hingeht, gehe ich dann hin. Okay, und habt ihr schon mal Probleme deswegen bekommen, weil ihr nicht zur Schule gegangen seid, sondern zu einer Demonstration? Also ich glaube, die Debatte um die Schulpflicht ist hier an einer völlig falschen Stelle. Klar ist, dass sich was in der Klimapolitik ändern muss. Und natürlich muss man abwägen, wie viel man in der Schule fehlt oder auch da ist. Aber die Forderung für mehr Klimaschutz sollte immer im Zentrum stehen. Also ich denke, es gibt da Probleme, es hat Probleme gegeben, dass SchülerInnen halt nicht zu den Demonstrationen gehen durften und halt dann Probleme mit den LehrerInnen bekommen haben. Aber bei mir persönlich war das jetzt nicht. Wollt ihr auch noch was dazu sagen?
Ja, ich finde, es ist auch immer sehr lehrerspezifisch. Also wenn ein Lehrer gerade für unsere Sache steht, dann lässt er einen auch lieber gehen als ein Lehrer, der dafür nicht ist und dann lieber einen Test in der Stunde schreibt. Das kommt immer sehr drauf an. Ja, da kann ich Magda nur zustimmen. Und ich hatte auch bis jetzt noch nicht wirklich Probleme. Und ja, manchmal ist auch zum Beispiel in dem Block gerade Ausfall. Es gibt ja auch generell viel Kritik an Fridays for Future von dem und dem. Wie geht ihr damit zum Beispiel um? Na, die Kritik wird ja meistens dann von Politikern oder Erwachsenen geäußert, die sich angegriffen fühlen. Deswegen mittlerweile höre ich da auch nicht mehr richtig hin. Ich kenne die Argumente. Ich weiß, dass die eigentlich nicht wirklich zutreffen oder eigentlich gar nicht. Deswegen mittlerweile überhört man die dann einfach und konzentriert sich lieber auf die vielen Leute, die einen dafür loben. Also ich versuche mich mit konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen, aber oft ist die halt nicht sehr konstruktiv und wird dann schnell zu persönlichen Beleidigungen. Und da kann es dann halt auch irgendwann sein, dass man dann selbst mental halt Probleme bekommt und sich sehr persönlich angegriffen fühlt, wenn man halt selbst beleidigt wird. Und das ist oft das Problem, dass die Kritik halt nicht konstruktiv ist und dass wir da es ist schwierig, damit umzugehen. Ja, man kann natürlich gegen konstruktive Kritik kann man natürlich andiskutieren. Aber wenn zum Beispiel aus der Politik auch relativ häufig immer die gleichen schlechten Argumente kommen, dann bringt es da auch nichts, da jedes Mal dagegen anzureden, sondern da muss man es irgendwann an sich abprallen lassen. Genau, also ich glaube, konstruktive Kritik ist immer wichtig und auch richtig und hilft uns als Bewegung ja auch einfach weiterzukommen, anders zu werden, Dinge wirklich zu verändern, wenn man konstruktiv über eine Sache diskutiert. Aber Fakt ist halt, dass der Klimawandel stattfindet, dass wir auf eine Klimakrise zusteuern und diese Argumente lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Und ich denke gerade, dass es irgendwie von verschiedenen Seiten so viel Kritik gibt, zeigt, dass wir genau den wunden Punkt getroffen haben und die Probleme einfach schonungslos aufzeigen und darauf aufmerksam machen. Ja, verständlich. Und wie sehen eure nächsten Schritte aus? Was habt ihr für die Zukunft jetzt vor? Also ganz konkret am 20. Februar gibt es die nächste Fridays for Future Demonstration in Halle. Angela Merkel wird nach Halle kommen und in der Leopoldina sein. Und das wird gleichzeitig nicht nur eine Demonstration unter dem Motto Hört auf die Wissenschaft, also dass die Politik die wissenschaftlichen Fakten nicht nur anerkennt, sondern auch nach denen handelt, sondern es wird auch eine Demo gegen Rechts für eine offene, bunte und vielfältige Gesellschaft. Genau, gegen Hetze. Ja, und vielleicht noch bei mir jetzt zum Beispiel ist jetzt in nächster Zeit was, am 7. Februar werden in Toter Wäldchen wieder Bäume gefällt und da werden, ich hoffe mal, ein paar Leute hinkommen und der Deutschen Bahn und der Stadt zeigen oder sagen, dass das so nicht geht. Also ich denke, wir werden generell weiter demonstrieren, jedoch unseren Fokus ein bisschen auf andere Dinge lenken und halt andere Aktionen ausprobieren. Halt unsere Aktionen vielfältiger gestalten, weil wir jetzt vor allem halt nur demonstriert haben, dass wir halt auch andere Aktionen machen, direkt auch mit Leuten ins Gespräch kommen und auch an Schulen versuchen, dort Aufmerksamkeit zu finden. Okay, vielleicht habt ihr bei den Zuschauern auch Interesse geweckt. Wie kann man bei euch mitmachen? Einfach auf uns zukommen, sich melden. Also wir haben auch eine eigene Website, fff-halle.de. Da findet man die Kontakte auf unterschiedlichen Social Media und Messengern und auch unsere E-Mail-Adresse und kann uns da ziemlich schnell erreichen. Dankeschön. Und was spielen wir nun als nächstes? Der Spielverderber, bitte. Als zweites spielen wir ein Quiz. Bei dem Quiz treten beide Teams gleichzeitig gegeneinander an. Es werden 11 Fragen gestellt, bei denen jeweils nur eine Antwort richtig ist. Es kommt darauf an, die Frage richtig und möglichst schnell zu beantworten. Wer mehrere Fragen am Stück richtig beantwortet, bekommt Zusatzpunkte. Gut, dann fangen wir jetzt an. Erste Frage.
Wie viele Einwohner hat Halle? 35.000, 105.000, 233.000 oder 441.000? Und da wurde schnell getippt. 233.000 sind richtig. Nächste Frage. Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? 7, 8, 9 oder 10? Oh, 8, super. Beide richtig. Frage Nummer 3. Wie viel wiegt ein Hühnerei? Etwa 20 Gramm, 35 Gramm, 60 Gramm oder 80? Da hat es wohl niemand richtig gehabt. Nächste Frage bitte. Wie hoch ist der Eiffelturm? 97 Meter, 127, 240 oder 324, was auch völlig richtig ist. Wie schnell sinken Schneeflocken auf die Erde? 1,8 Kilometer pro Stunde, 5,4, 7,5 oder 12,3. Und richtig gewesen wäre 1,8 Kilometer pro Stunde. Beide waren leider falsch. Frage Nummer 6. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute auf YouTube hochgeladen? Mehr als 100, 250, 400 oder 500 Stunden? Beide völlig richtig. Grün ist richtig. Wie weit kann ein Floh hüpfen? 5 cm, 20 cm, 60 oder 1 Meter weit? Richtig wäre hier 60 cm. Beide wieder falsch. Nummer 8. Ein ausgewachsener Blauwal ist so schwer wie 2500 Menschen, 20 Elefanten, ein Kleinwagen oder ein Reisebus? Richtig wäre hier rot, beide wieder falsch. Nummer 9. Mit welcher Geschwindigkeit fliegt die ISS um die Erde? Ist es entweder 130 km/h, 6000 km/h oder 12.000 km/h oder 28.000 km/h? Richtig ist 28.000 km/h. Wie viele Fußballfelder Regenwald sind im Jahr 2018 ungefähr pro Minute verschwunden? 3, 15, 30 oder 50? 30 wäre hier richtig gewesen. Und die nächste Frage bitte. Letzte Frage. Welches der folgenden Titel ist kein Computerspiel? Fortnite, Game of Thrones, Minecraft oder Beat Saber? Beat Saber wäre richtig gewesen. Super. Das war's dann mit den Fragen. Und wer aufgepasst hat, kennt den Sieger der Runde. Wir wollen es an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Beim nächsten Spiel geht es sehr viel um Konzentration und Koordination und auch darum, wie gut ein Team zusammenarbeitet. Fröbelturm. Beim Fröbelturm geht es darum, Klötze mittels eines Kranes, der an vier Schnüren befestigt ist, aufeinander zu stapeln. Dabei dürfen die Schnüre von den Teammitgliedern nur am Ende angefasst werden. Berührt ein Spieler die Schnur an einer anderen Stelle, muss das gesamte Team mit dem Kran an die Anfangsposition zurück. Das Team, das innerhalb von 3 Minuten am meisten Klötze gestapelt hat, hat gewonnen. Gut, dann beginnen wir mit Team Tracks. Auf los geht's los.
Stolpern. Wunderschön. Ihr habt das sehr schnell gemeistert, aber nun ist das Ball für Future Team dran. Bitte auf die Positionen. Und dann sind wir noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, vorbei! Leider haben wir es nicht geschafft. So, vielen Dank an beide Teams. Gleich geht es weiter mit einem weiteren Quiz, aber zuvor wollen wir natürlich noch mal etwas über das Team Tracks erfahren. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Sunrise.
Sag mal, woher stammt denn eigentlich der Name Trax? Das stammt eigentlich von einem Kartenspiel, das wir alle vier so immer fast jeden Tag die spielen so und unsere Zeit das damit verbringen. Und was ist das Besondere an Trax? Also dieses Trax macht ein bisschen Spaß und braucht mehr lange Zeit so. Wenn man spielt, braucht man lange Zeit, so ungefähr 2-3 Stunden so. Und dann braucht so vier Mitspieler, also ein Partner mit dir und eine, zwei anderen. Eigentlich, man braucht auch ein bisschen mathematisch dran, weil man muss immer die Karten rechnen, halt, was ja raus ist und was so halt auch mit Mathematik irgendwie verbinden. Und habt ihr noch andere Hobbys? Ja, Schwimmen, Fußball spielen, Fitnessstudio, ja, das war's. Also zum Teil ja, aber man hat nicht so viel Zeit davor, zu viel kann lernen und so. Aber mit Computer spielen, Game spielen und so. Naja, halt manchmal Basketball, hab damals gespielt in Heimat. Und ja, Tischtennis ab und zu mal so, ja. Ja, mein Hobby ist also Parkour. Ich spiele das seit 2 Jahren und jetzt also nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe in Schule und ein bisschen Arbeit. Deswegen also nicht mehr, aber Parkour und bisschen so Sport und Fitnessstudio. Und wie sehen eure Pläne aus für die Zukunft? Für meine Zukunft, also ich mache alles Mechatroniker-Auto. Ich habe seit langem so gearbeitet, Mechaniker-Auto. Ich habe auch eigene Arbeit hier in Halle. Und ich bin seit langem so bei diesen Arbeit gearbeitet. Seit mehr als 5 Jahren. Ich will erstmal meinen Abschluss machen. Ja, und danach vielleicht mein Abitur. Und vielleicht danach studieren. Irgendwas so. Kein Plan noch. Also ich will meine Fachoberschule beenden und dann anfangen und irgendwas mit Informatik. Zuerst den Hauptschluss machen, danach Ausbildung machen, ja. Ja. Kein Abitur. Ist ja noch viel Zeit. Und was mich noch interessieren würde, macht ihr viel zusammen? Ja. Ja. Also wir sind fast jeden Tag oder jede Wochenende zusammen. Eigentlich den ganzen Tag. So kann man sagen. Ja. Vielen Dank euch und kommen wir nun zum weiteren Quiz. So, los geht's. Erste Frage. Wie viel Tonnen Farbe werden alle 7 Jahre benötigt, wenn der Eiffelturm neu gestrichen wird? 0,5 Tonnen, 2 Tonnen, 14 oder 60 Tonnen? 60 Tonnen ist richtig. Und dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Wie viel Geld warfen Rom-Besucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen? 150.000, 375.000, 840.000 oder 1,4 Millionen Euro? Und 1,4 Millionen Euro wäre hier richtig. Dritte Frage. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? 2.100, 3.300, 4.000 oder 6.500 Sprachen? 6.500 wäre richtig. Vielleicht kann sich jemand an das Lied von Mark Forster erinnern. Da erwähnt er das auch nochmal. Nächste Frage bitte. Wie viele Jahre dauerte die längste bekannte Ehe der Welt? 70, 80, 90 oder 100 Jahre? 90 Jahre wäre richtig gewesen, also 80, 100, ja. Machen wir aber weiter mit der nächsten Frage. Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? 73, 117, 775 oder 266 Stunden? 266 Stunden ist schon mal jemand wach geblieben, da war jemand richtig. Dann geht's weiter. Mit der sechsten Frage. Wie viele Liter Wasser kann ein Kamel in 15 Minuten zu sich nehmen?
25 Liter, 60 Liter, 125 Liter oder 200 Liter? Ist ja richtig. Und wie viele Inseln im Mittelmeer gehören zu Griechenland? 622, 1973, 3054 oder 8332? Und hier ist dann 3054 komplett richtig. 3054 Inseln. Frage Nummer 8. Wie viel werden Ohren bei alten Menschen im Laufe eines Jahres vergrößert? 0,001 bis 0,002 mm, 0,01 bis 0,2 und hier ist dann 0,1 bis 0,2 mm. Richtig, die vierte Frage wäre noch 0,5 bis 0,8 mm. Frage Nummer 9. Wie viel blutsaugende Stechmücken wären benötigt, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? 10.000, 135.000, 775.000 oder 1,2 Millionen Stechmücken? Hier sind 1,2 Millionen richtig. Wie viele Jahre würde es dauern, die Distanz zwischen der Erde und der Sonne zu Fuß zurückzulegen? 769, 2257, 3425 oder 9462 Jahre. Hier ist völlig richtig 3425, was leider niemand hier hatte. Nächste Frage bitte. Wie viel Wasser geht pro Tag durch einen Tropfen Wasserhahn in etwa verloren? 1 Liter, 15 Liter, 30 Liter oder 50 Liter Wasser? 15 Liter wären hier richtig. Gut, auch diesmal enthalten wir euch das Endergebnis vor. So viel sei verraten, noch ist nichts entschieden. Kommen wir nun zum großen Finale, dem Biathlonlauf. Genaueres erklärt euch wieder unser Schiedsrichter Vitus. Ein Teammitglied absolviert einen Parcours und versucht am Ende des Parcours, ähnlich wie beim Biathlon-Schießen, so viele Becher wie möglich zu treffen. Danach klatscht er oder sie mit dem nächsten Teammitglied ab, das wiederum den Parcours durchläuft und schießt. Das Spiel dauert 3 Minuten. Nach den 3 Minuten werden die Punkte der abgeschossenen Becher zusammengezählt. Gewonnen hat das Team, das mehr Punkte erzielt. Beginnen wir wieder mit dem Team Tracks. Drei, zwei, eins, los! Rennen sie wie verrückt. Aha. 1:40 noch, der nächste Schütze ist frei. Das geht flott. Und abklatschen, weiter geht's. Thank you.
Eine Minute 15 sind es noch. Letzte Minute läuft und der letzte Schütze ist jetzt beim Aufladen der Munition. Ja. 40 Sekunden. Da kommt der letzte Schütze. Ja. Sehr gut. Und die letzten 20 Sekunden. Wird er nochmal einen Schuss schaffen? Vielleicht sogar alle 6? Da ist er nämlich schon. Und 5 Sekunden noch. 3, 2, 1 und vorbei. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und Team Fridays for Future, bitte begebt euch auf eure Startpositionen. Drei, zwei, eins, los. Und nun beginnt es auch schon wieder. Da füllt er sich die Waffen. Und da ist er. Oh, eine Patrone verloren. Und keine Munition mehr. Abklatschen gehen und auf geht's. Der nächste. Und da klemmt's. Ja, weitermachen. Jetzt geht's wieder. Auf geht's. Abklatschen und die nächste ist dran. Der Blaster ist aufgefüllt und jetzt kommt Caro zurück. Ja, der ist noch nicht unten. Zehner ist gefallen, aber er steht noch. Magda kommt an. Jawohl. Und 45 Sekunden sind noch übrig. Für Team Fridays for Future. Der vierte Durchgang. Und 30 Sekunden noch. Und Max ist unterwegs. Die stolpern hier. Da kommen nochmal ordentlich Punkte zusammen. Abklatschen und weiter geht's. Ihr habt noch 15 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden noch. Und da ist er ja schon wieder. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1 und Ende. Liebe Zuschauer, die Punkte wurden nun zusammengezählt. Aber erstmal wollen wir wissen, was vermutet Team Fridays for Future, wer gewonnen hat, und was vermutet Team Tracks, wer gewonnen hat. Fangen wir doch erstmal Fridays for Future.
Was denkt ihr, wer hat gewonnen? Die anderen. Wer glaubt ihr, wer hat gewonnen? Die anderen. Die gewonnen. Lass es uns doch herausfinden. Herr Spielverderber, komm mal zu mir. Du darfst jetzt mal den Gewinner verkünden. Das erste Spiel, das Zeichenratespiel, ist unentschieden ausgegangen. Beide haben einen Punkt bekommen. Das Quiz hat Fridays for Future gewonnen. Das Fröbelturmspiel, das hat Team Tricks gewonnen. Das Quiz auch Team Tricks. Und das Biathlon-Spiel auch Team Tricks. Und damit haben wir einen Sieger. Wir bitten mal Team Tricks hervorzukommen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr gewinnt nun die Kanufahrt mit anschließender Grillparty. Ismael, nimm du mal. Danke. Und Frage an euch, darf Fridays for Future dann mit bei der Grillparty teilnehmen? Gut, dann kommt doch nochmal hier vor. So, das war's jetzt auch mit unserer TV-Show Talentiert engagiert. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß dabei und schauen Sie sich doch gerne das Making-of-Video dabei an. Und bis es dann wieder heißt Talentiert engagiert, sage ich Tschüss!